Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mountain Blade 2 Bannerlord. Ja, ihr seht's, Ostikan ist eingenommen, dafür haben wir Rowald wieder verloren. Die beiden Armeen hier haben die Stadt angegriffen in der Zeit, wo wir Ostikan belagert haben. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir versuchen hier natürlich die beiden Armeen jetzt nochmal auszuschalten und dann hoffentlich... hoffentlich dann gleich Rowald nochmal zurückzuerobern. Noch mal hier, da ist nichts mehr drin. Tavernebezirk haben wir. Ja, die nehmen wir mal nicht mit. Ja, wir verfolgen die Armee, würde ich sagen. It's been a while. Sehr schön, die haben wir eingeholt. Die bekämpfen wir einmal. Eins, zwei. Zwei Leute haben wir. Und das Ganze machen wir jetzt mit der anderen Armee auch nochmal. Ich denke, dass uns da die KI ein bisschen unter die Arme greifen wird, weil ich denke, dass sie die Stadt angreifen und dann flüchten sie auch nicht. Ja, das ist unser Vorteil jetzt. Wir greifen das Belagerungslager an und haben auch hier dann nochmal... ein paar Gefangene. Drei Stück. Die nehmen alle mit. Hekaron. Wunderbar, und dann können wir hier die Truppen verkaufen. Besitzer von Ostikan soll werden Shurik Frostbart. Okay. Meinetwegen. Das kann er gerne machen. So, dann wären wir hier erstmal wieder fertig. Den können wir nochmal anheuern. Ja, dann grasen wir vielleicht vorher die Dörfer nochmal ab, bevor wir da angreifen. Okay, hier gibt es gerade nicht so viel zu holen. Vielleicht hier hinten noch in den Dörfern. So, Lidgar ist nun 16 Jahre alt. Okay, ihren eigenen Weg finden ist ganz gut, glaube ich. Und Pilgerfahrt anschließen... machen wir nochmal für einfach die Ausdauer. Nirgends kriegen wir Truppen her. Oh, Ostikan wird schon wieder belagert. Wer wagt es denn da? Ja, eine einzelne Person. Stop there. Mikri vom Clan der Waldmenschen. Den schalten wir dann mal schnell aus. Oh, und ich sehe gerade, unsere Armee zerfällt fast. Da müssen wir natürlich auch nochmal schauen, dass wir da ein bisschen Einfluss reinbuttern. Was soll das hier eigentlich immer? Ich verstehe es immer nicht. So, jetzt ist es wieder normal. Keine Ahnung, was es damit immer auf sich hat. So, willst du vielleicht auch noch mal? Ja, versuch mal ruhig die Stadt anzugreifen. Dann holen wir uns dich auch. Stop there. So ist der Gelehrte zur Stufe aufgestiegen. Ach, guck mal, die hatten Rugan den Roten gefangen genommen. Gut, dass wir ihn befreit haben.
Und dafür wird er hingerichtet. So, weg mit dir. Und tschüss. Ja, wir können mal versuchen, die Stadt zurückzuerobern. Ne? 191 Verteidiger, das ist jetzt nicht so viel. Ich denke, das sollten wir hinbekommen. 206 sind jetzt drin. Und wir heilen gerade nochmal hier unsere Truppen, die restlichen. Ja, ich würde die Stadt eigentlich ganz gerne wieder haben. Sieg. I give up, I give up. Ein Gefangener und etliche Truppen. Da holen wir uns erstmal die Besten wieder raus. Und dann gucken wir gleich, was wir noch mitnehmen können. Machen wir mit den Dreier-Truppen weiter. Okay, cool. Da haben wir jetzt zu viele mitgenommen. Okay, da müssen wir noch mal gucken. Ein paar Verwundete können wir vielleicht da lassen. Wir haben schon wieder so viele Infanteristen. So, das passt. Die Gefangenen nehmen wir mit. Und die werden wir auf. Gnade zeigen, natürlich. So, erstmal zur Festung gehen. Verlies anschauen. Dann gucken wir mal, wer da drin ist. Eutos. Darus. Und die nehmen wir aber auch alle mit. So, hinrichten wollen wir auf jeden Fall ihn hier. Und die anderen beiden können wir verkaufen. Das freut unseren Geldbeutel dann etwas mehr. Okay, sehr schön. Ja, die Stadt gehört wieder uns. Hier laufen noch die Bauprojekte. Das sieht aber auch mit der Treue ganz gut aus. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Stop that. Den holen wir uns nochmal. Enough. Und auch der kriegt seine gerechte Strafe. Weg mit dir. So, wer ist denn hier besser geworden? Wollen wir mal schauen. Gala, Reitkunst. Dann nehmen wir mal den Briten in Nahkampf. Und dann können wir sogar noch ein bisschen was investieren. Würde ich in Medizin tatsächlich machen und vielleicht nochmal in Intelligenz. Einen Punkt rein. Urius der Räuber ist in Baukunst besser geworden. Ja, schauen wir mal. Fernkampfbelagerungsmaschinen. Okay, cool. Die Batanianer versuchen unsere Dörfer anzugreifen. Welch Schande. Urgil. Ja, wie gesagt, also da würde ich die Stadt ganz gerne wieder nehmen. Die sollte uns doch schon einiges an Geld einbringen. So, wie sieht es hier aus? 3000. Oh, guck mal, die berappeln sich schon mehr wieder als die Landianer gerade.
Stop that! Du hast irgendwie einen gefangen genommen gerade. Deswegen müssen wir dich ausschalten. Okay, der hängt bei irgendjemand anderen. Ja, ich würde hier unten die eine Burg noch ganz gern angreifen. Oh, der ist aber groß hier. Kriegen wir den irgendwie eingeholt? Der will doch bestimmt irgendeine Stadt von uns angreifen. Tja, das öffnen wir erstmal noch nicht. Vielleicht greift er gleich jemanden an. Ja. Das ist auf jeden Fall auf der Suche. Aber auch der kriegt so die Karawane nicht unbedingt eingeholt. Das ist ein wichtiger Trupp hier, den wir ausschalten müssen. Also die Größe sieht man selten auf der Karte. Ja, da müssen wir der Karawane natürlich helfen. Stopp. Kommen aber leider ein bisschen zu spät. Die wollen wir alle nicht haben. Sind uns nicht würdig. Was soll denn hier noch ein Rekruten? Ja, nehmen wir mal mit. Ist jetzt bei uns gelandet? Ich glaube nicht, ne? Ja, schade, den hätte ich ganz gerne hingerichtet. Aber gut. Vielleicht bleiben die ja in der Stadt, wenn wir kurz im Rohwald halt machen. Wir sind wieder in der positiven Bilanz hier. Das ist gut. Kurz in den Dörfern halt machen. Ah ja, ein Gefangener. Gucken mal, Verlies, Gefangene verwalten. Okay, haben sie doch keinen reingelegt. Sargot wurde wieder eingenommen. Zurück von den Rebellen. Die hatten da rebelliert. Okay, ist keiner drin. Schade. Ja, ich glaube, wir können uns dann aber trotzdem auf den Weg machen. Ulwen, die Wölfin, ist aus dem Gefängnis entkommen. Die formiert sich jetzt erstmal neu. Wenn das geschehen ist, dann können wir sie wiederholen und auf Karawane schicken. Besitzer von Sargot. Wer soll's werden? Ja, Vashorki meinetwegen. So, wir müssen noch ein bisschen Einfluss geltend machen für den Zusammenhalt und dann holen wir uns hier die Burg. Und dann gibt es nur noch Pravent bei den Vlandianern. Nur noch diese eine große Stadt. Die haben leider noch für ein paar Tage Nahrung. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch wieder ordentlich belagern.
damit wir das hier schaffen. Ab in die Reserve. Das gleiche machen wir mit den anderen auch nochmal. Jetzt sind wir trotzdem wieder im Minus. Also das ist wirklich, ja, ändert sich von einem Tag auf den anderen. Gleich gebaut werden. Und die anderen Blinen holen wir jetzt gleich raus. Perfekt. Ja, dann mal los. 5 Tage Nahrung haben sie noch. Aber hier fallen die Mauern auch schneller, weil die nicht ganz so viele Katapulte haben. Heiratsantrag für Roda lehnen wir natürlich ab. Wie wäre es denn, wenn ihr das Katapult angreift? Ja. Hat ein bisschen zu lange gedauert. Ja, Burg Tubilis ist wieder eingenommen worden. Und soll verteilt werden. Ja, ich würde sagen, wir greifen hier jetzt erstmal an. Da gewinnen wir. Und haben eine ganze Menge Gefangene, die wir mitnehmen können. So, ich hoffe, die Burg wird uns so schnell nicht wieder jemand unter den Nagel wegreißen. Wir zeigen Gnade, wir wollen die behalten. Burg verwalten. Guck mal, die ist auch schon komplett ausgebaut hier. Können wir trotzdem mal ein bisschen Geld da lassen für den Wohlstand. Das ist auch mal nicht schlecht. Und vielleicht können wir die ja nehmen. Pfanne verwalten. Was haben wir hier drin? Nichts Besonderes. Ja, ich würde sagen, wir lösen unsere Armee mal auf. So, Burg Tubilis. Tja, Urien Eisenbauch könnte es eigentlich gut gebrauchen, wegen dem Verhältnis. Machen es jetzt erstmal so. Den holen wir uns. You arrived, John. Zorus der Gelehrte ist im zweihändigen Kampf besser geworden. +5 Erfahrung für Infanterie in eurem Trupp für jeden Gegner, den ihr mit einer Zweihandwaffe tötet. Das finde ich gut. So, Burg Drabant. Sind wir da überhaupt mit im Topf? Ja, sind wir. Dann nehmen wir sie mal. Vollkommen ausgebaut, das ist immer gut. Dann geht es den Bewohnern dort meistens auch recht gut. So, ist aus Maunat geflohen, das macht uns nichts. So, Burg Tubilis hier unten. Ja, mit den Vlandianern Frieden schließen würde ich eigentlich ganz gerne, weil wir die letzte Stadt auch erobert haben.
damit die es einfach nicht mehr so einfach haben, sich zu sammeln und zu berappeln, um hier irgendwo eine Burg anzugreifen. So, ich gehe mal wieder in die Richtung. Aus Angst, da wird gleich angegriffen. Obwohl, hier sind auch ziemlich viele unterwegs gerade. Sollte soweit sicher sein. Sind sehr viele Verteidiger leider drin. Könnten es noch mal versuchen. Wir brauchen aber wirklich viele Leute. Ja, mehr geht schon fast nicht. Die beiden können wir noch mal nehmen. Ja, auch die letzte Stadt würde ich halt ganz gerne erobern, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, verfolgte mal, das ist eine gute Idee. Dann holen wir uns den auch noch. So, zack. Die können schon so gut wie gar nichts mehr ausrichten, die Vlandianer. Könnt ihr mal gucken, wie das Kräfteverhältnis aussieht. 2400. Zwei Städte haben die noch und eine Burg. Wo haben die denn noch eine Stadt? Ach, die haben Onyra hier hinten erobert. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir erobern Pravent mal und dann können wir mit denen wieder Frieden schließen. So, und ich hätte das ganz gerne, dass da nicht ganz so viele Leute drin sind in der Stadt. Je mehr Leute, desto schwieriger wird es für uns. So, da gehen sie jetzt alle langsam raus. Ah, 1300. Da ist jetzt wieder einer reingegangen. Ja, schwierig. Schwierig, Leute. Wir liegen bei 1400. Das wird ein harter Kampf. Wenn wir die Stadt erobern wollen. So, dass der nochmal raus ist, war wichtig. Der ist auch raus, der ist auch raus. Okay, ich glaube, so können wir belagern. Wir testen es einfach mal. Und wir hungern sie natürlich aus, ne, damit das Kräfteverhältnis hier noch ein bisschen besser wird. Wir packen die Bliden wieder in die Reserve. Also hier sind trotzdem natürlich noch etliche Trupps drin. Was eigentlich immer nicht so gut ist. Aber wenn wir sie aushungern, könnte das für uns trotzdem den entscheidenden Vorteil bringen. So, die anderen holen wir wieder raus. Zack. Und dann greifen wir an. Sind natürlich gut aufgestellt.
Das wird auch eine voll ausgebaute Stadt sein hier, denke ich. Vlandia hat wirklich nie mit Kriegen zu tun gehabt, so weit im Landesinneren. Deswegen konnten die sich immer in aller Ruhe aufbauen. So, Nahrungsreserven sind aufgebraucht. Das ist super. Das müssen wir mal schauen. Sie haben wieder Nahrung bekommen. Sollte aber auch gleich wieder runtergehen. Ja, sie sind wieder auf Null. Frieden mit dem Landianen schließen. Machen wir gleich. Wenn wir hier fertig sind, dann können wir das gerne machen. So, wir zerstören nochmal die letzten Katapulte. Und ich glaube, jetzt können wir angreifen. Und wir gewinnen. Enough. Drei Gefangene. Truppen. Da nehmen wir natürlich die mit, die gut sind. Ja, okay, den auch noch. Und hier die ganzen Gefangenen. So, aufwerten können wir einige Truppen. Und ein paar können wir sogar rekrutieren. Wollen wir mal gucken, was dabei ist. Ja, die vielleicht. Die nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Die Stadt ist eingenommen, Leute. Gnade zeigen. Wir wollen ja, dass die Stadt bei uns bleibt. So, die müssen natürlich auch wieder dran glauben. Hier können wir nochmal drei weiterbilden. Okay, da hat sich nichts getan. Gut, den Rest verkaufen wir. Und dann gucken wir natürlich auch hier wieder in die Festung. Was haben wir für Gefangene hier drin? Ja, ich glaube, die lassen wir alle frei. Gespannt, was wir dafür bekommen jetzt. 43.000. Wow. Nicht schlecht. So, wir lösen die Armee auf. Und wir schließen Frieden mit dem Landianer. So, dann haben wir hier erstmal Ruhe und die restlichen Vlandianer, die werden jetzt vermutlich ja, in die andere Richtung reisen. So ist zumindest der Plan. Ich glaube, hier war ja auch keine Burg jetzt mehr, oder? Wir haben eine Burg und eine Stadt noch. Aber die müsste dann bestimmt hier hinten irgendwo mit sein. Guck mal, wie sich hier das südliche Imperium wieder aufgebaut hat. Dem drei Städte wieder erobert. Wahnsinn. Okay, hier Onyra gehört zu Vlandia. Und was noch? So können wir auch die Burgen sehen. Also ich sehe hier keine Burg. Vielleicht hier unten noch? Ne, auch nicht. Doch, da, Burg. Burg Barihal. Und selbst die Batanianer haben hier unten nochmal wieder ein paar Burgen. Wahnsinn. Ja, sehr schön. War auf jeden Fall wichtig. So Leute, damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.